Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Soul Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in dem Model Gist und wie versprochen nochmal in der Haunted School. Mich interessiert einfach, wie das Ganze hier abläuft und diesmal hoffe ich, dass wir einen entspannteren Geist haben. Kein Boogie, sondern irgendwas anderes, damit wir hier ein bisschen mehr Zeit haben. Ich bin so gespannt auf die ganzen Events, die es hier noch gibt. Ich habe schon gehört, dass sich manche sehr gut erschrocken haben. Und dass es hier krasse Events geben soll. Man hat direkt wieder dieses Atmosphärische. Man ist direkt wieder drin. Jedes Geräusch zu deuten ist schwierig. Also was jetzt Standard-Sound ist, was hier ein Event ist, was ist. Sehr gespannt. Also, der Spot da hinten ist mir schon aufgefallen, ist asozial. Was jedoch gut ist, dass es hier... Dieser Ficker. Dass es hier auf jeder Seite einen Schrank gibt und oben auch. Das finde ich sehr, sehr cool. Okay, dieser Schrank war böse. Das Problem auch in so einer Map ist, wir haben hier so viele Möglichkeiten, irgendwelche Events und Jumpscares zu verstecken. Oh, da ist er wieder! Oh, da ist er wieder! Du bist so krass! Ich mag ihn, glaube ich. Ich hoffe nur, dass hier nie der Geisterraum sein wird. Das geht mir echt auf den Sack. Aber, ja. Mein Gott, das könnte schon mal sein. Hier ist diesmal nicht der Geisterraum. Das ist gut. Das ist sehr gut. Machen wir nochmal hier rein. Nochmal kurz reinstippen. Aber hier ist auch alles fresh. Vielleicht haben wir Glück und haben ihn mal auf der anderen Seite. Wäre auf jeden Fall gut. Wahrscheinlich sind die Events ähnlich gleich. Ähnlich gleich, Genius. Ungefähr gleich, aber es wäre auf jeden Fall interessant. Oder gerne auch oben. So. Was ich jetzt nur hoffe, dass wir keinen Boogie haben. Ich frage mich, ob hier drin auch der Geisterraum sein kann. Denn theoretisch kann ich es mir vorstellen. Aufgrund der Tatsache, dass es zum Beispiel im ersten Haus auch der Geisterraum dort sein kann, wo man am Ende austreibt, sprich die Finger hinbringen muss. Ja, könnte durchaus sein. Was mir nur, wie gesagt, nicht gefällt, ist dieser Aspekt beim Austreiben, dass mit dem dass der stirbt, der das Blut verwendet hat. Das gefällt mir irgendwie tatsächlich gar nicht. Aber schauen wir mal, ob das überhaupt solo dann möglich ist. Abmarsch nach oben. Bis jetzt muss ich sagen, die Atmosphärische. Aber bis jetzt muss ich sagen, die Events sind schon mal sehr schön und hier haben wir den Geisterraum. Nice! Und das Licht war noch aus, was bedeutet kein Boogie. Mit etwas Glück. Nice one! Bin ich sehr zufrieden, da ist auch schon eine Tasse geflogen. Wunderbärchen. Abmarsch nach draußen und, ja. Daumen drücken, dass wir vielleicht irgendwas haben, was nicht so schnell und so verstanden nuckelt, damit wir einfach ein bisschen Zeit auch haben und nicht die meiste Zeit im Schrank stehen müssen. So. Ich schaue mir jetzt auch gleich nochmal die Quests an, ob das immer die gleichen sind, also wieder Foto vom Geist mit Kerze und blabiblub. Oder ob man, ob es variiert. So, das würde mich jetzt mal interessieren. 90% Sanity ist sehr gut. Solides Foto und Salzsäckchen. Foto könnte vielleicht immer sein, aber Salzsäckchen ist schon mal gut. Ich nehme dich mit und dich mit. Einfach nur, weil ich sehr, sehr häufig die Box habe und das Stativ braucht ein bisschen Zeit. Und ich muss sagen, hier draußen, das sieht echt schön aus. Die Bäume sind ein bisschen zu übertrieben groß. Wenn man jetzt mal so die Häuser anschaut und dann die Bäume da drüber. Crazy shit. Aber es sieht schön aus. Ich mag allgemein Gegenden, in denen es wirklich noch ein bisschen Grünzeug gibt. Das, also Bäume gibt oder auch Pflanzen, die nicht unbedingt von Menschen angepflanzt, also im Nachhinein jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Bäume, die versetzt worden sind oder sowas, oder Büsche, die von Menschen angepflanzt worden sind, sondern halt Natur, finde ich immer sehr, sehr schön, muss ich sagen. Can you talk? I'm freezing. Can you speak? How did you die? Oh. Was auch immer sie sich bei diesem Event gedacht haben, das ist spannend. Will you talk? Nein? Gut. Kann ich. Ah ja. Und ein Vierer. Okay, er dreht auf. Ich will so gerne hier in Fulu abfackeln, aber ich gehe jetzt erstmal raus, brainstormen. Ich habe alles platziert. Denke ich. Glaube ich. Ja. Sieht aber so aus. Abmarsch nach draußen und als nächstes, dieses Geräusch, ey. Irgendwann passiert nochmal was Krasses. Ich sehe es jetzt schon. Warum ist denn Freezing? Unter welchem? Let's go. Freezing ist schon mal ein schöner Beweis. Und, ja. Gibt eigentlich gefühlt nur schöne Beweise.
Denn jeder kann irgendwie lange dauern, irgendwie auch nicht. 66%, also... Zum Glück war das Licht noch nicht an. Denn wir haben das ES... Wir haben das EMF in die Hand genommen. Na, Boogie droppt deine Sanity, wenn man das EMF in die Hand nimmt. Unter anderem. Aber Boogie ist schon raus und das ist sehr, sehr schön. Das ist das Schönste. Am besten wäre jetzt eigentlich ein Onryo oder eine Abaddon. Also irgendwas, was entspannt ist. So gesehen. So, ich nehme die beiden mit. Er hat das Licht noch nicht angemacht, deswegen brauche ich jetzt auch noch keine Ufanappe. Wenn ich drin bin, wird er wahrscheinlich gerade das Licht angemacht haben. Aber das ist mir relativ egal an der Stelle. Theoretisch können wir dann doch später auch eine Videocam platzieren. Und dann warten, bis der Lichtschalter mal ausgeht. Wäre auch eine Möglichkeit, aber... Wir haben noch ein paar Runs. So, Kollege, ich bin wieder da. Hast du mich vermisst? Wahrscheinlich nicht. Die Box würde ich fast sogar schon ausklammern, aber haben wir erstmal nach Geisterejakulat. Hier ist alles frisch. Es ist viel zu sauber. Und das in dieser dreckigen Highschool. No hate. Frag mich, ob es wieder Events gibt, wenn man hier aus dem Fenster schaut. Was mir diesmal fehlt, sind diese Zeichen. Himmel, Herrgott. Ich weiß nicht, warum ich so nervös bin. Eigentlich ist es nicht ganz so dramatisch. Aber ich habe immer so ein Händchen dafür, mich in solche Spielereien zu fühlen. Abgesehen davon, dass ich immer nachts aufnehme. Das sorgt natürlich auch nochmal für ein bisschen Horrorfaktor. Aber hier ist nichts. Ich gehe davon aus, dass es entweder die Leinwand wird, ESG oder Wingies. Oder zwei von denen zumindest. Schauen wir mal. Als nächstes Fingies mit reinnehmen, also Fingie-Lampe zumindest. Kruzifix nehme ich jetzt auch mal mit, damit wir schon mal eins drin haben. Wie gesagt, ich überlege, die Videocam mit reinzubringen und dann einfach zu warten. Sollten wir auf den letzten Beweis nicht kommen und Fingies sind noch drin, dass wir dann einfach warten, bis das Licht angemacht wird und dann schnell reinspurten, insofern schnell reinspurten möglich ist. So. Du und du. Wunderbärchen, Abmarsch nach Training, let's go. Aber bis jetzt hier noch kein Event. Hier könnte ich mir auch ein Event vorstellen. Man denkt sich so, hä, was ist da drin? Hä, warum ist hier zu? Hä, ich sehe hier nichts und auf einmal bam. Das wäre so geil. Das wäre richtig geil. Dieses Event beim letzten Mal, das habe ich auch gefeiert. War asozial, aber ich habe es gefeiert. So, Kollege, ich bin wieder hier. Hast du mich vermisst? Noch nichts an den Türen. Ich mach mal das Licht an. Er hat gemalt. Oh, gar nicht mal schlecht. Und das sogar im Dunkeln. Respekt. Hätten nicht viele so hinbekommen. So, also, was haben wir noch? EMF könnte es noch sein. Fingies sind noch drin. Ah, bitte kein Revy. Ich will schon wieder einen Geist haben, der unkontrolliert einfach 24/7 jagen kann. Das wäre komplett unschön. Fingies, EMF, Ecto oder Box. Okay, da wird alles nochmal getestet. EMF. Nö. Box. Can you talk? Can you speak? How did you die? When did you die? Das Gute ist an der Box, ne? Wenn ich jetzt einfach linke Maustaste gedrückt halte und irgendwas laber, ihr seht das ja selber, das Recorder die ganze Zeit und irgendwann könnte es sein, dass er darauf reagiert. Also man muss nicht mal unbedingt auf Englisch irgendwelche Fragen stellen. Es reicht einfach nur linke Maustaste gedrückt halten, mit der Mate reden, blablablab. Oder so wie ich jetzt mit euch rede. Und hier ist zum Beispiel gar nichts. Inwiefern das jetzt produktiver ist oder weniger produktiv, fragwürdig. Aber gerade wenn ihr sowieso mit euren Kollegen gegen was quatscht oder sowas, dann macht's das einfach. Oder später kriegt ihr eine Antwort eben oder eben nicht und dann wisst ihr, okay, es ist raus. Warum? Was habe ich dir getan? Ja, komm, kuschel. Also. Ich habe irgendwie Revenant-Vibes. Ich weiß auch nicht, denn... Gut, ich schaue jetzt mal nach der Sanity. Aber ich habe jetzt nicht im Gefühl gehabt, dass wir irgendwie zu viel verloren haben. Aber trotzdem wollte er jetzt Fallen spielen. Mal abgesehen davon, dass der widerliche Stelzenmann ist. Was mir gar nicht gefällt. Das ist ein Revy. Ich hasse dich. Warum Revy? Warum ein Revy? Ne, Revys können unkontrolliert jagen. Wenn sie Bock haben, jagen sie halt. Revy eingetragen, let's go. Wir waren jetzt einfach viel zu hoch und vorhin viel zu niedrig. Also dieser Kontrast war einfach zu groß. Deswegen gehe ich von Revy aus. Foto vom Geist, Salzsäckchen und Statuen. Foto vom Geist. Kruzi. Salzsäckchen sind drin. Wunderbärchen. Abmarsch. Warte. Jetzt erstmal hier. So. Nops. Ab
Abmarsch ins Häusle. Ich weiß gar nicht, warum ich hier eigentlich so rumschaue. Ne? Selten ist hier draußen irgendwas. Aber ich hoffe einfach immer noch auf die Map. Ich hoffe einfach immer noch auf die Map, an der man dann draußen außerhalb irgendwo was sieht. Wo irgendein Event, ein Jumpscare oder sonstiges ist. Darauf hoffe ich noch. Darauf warte ich noch. So, aber jetzt erstmal die Elefanten sammeln und die Säckchen. Nummer 1, Nummer 2. Okay, der Elefant war im gleichen Spot, aber ich glaube, die haben einfach nicht so übertrieben viele Spots. Deswegen war der da. Denn der andere Elefant war hier in der Mitte. Aber da hinten sehe ich auch schon was leuchten, salzig. Genau, einer von denen war hier drin. Aber in dem Fall ist hier nichts mehr, okay. Das hier fehlt mich auch. Ich denke mal, da leuchtet irgendwas. So. Salzsäckchen Nummer 2. Leuchtet mich hier was an? Nein. Aha. Leute, das hätte ich übersehen. Okay, Salzsäckchen haben wir. Wurde vom Geist brauchen wir noch. Vielleicht haben wir Glück. Mehr weniger Glück. Und kriegen eine Jagd ab. Denn das könnte natürlich... Das würde das Ganze abkürzen. Ist wahrscheinlich. Wieso ist da eigentlich zu? Ich würde gerne reingehen. Hallo? Da kommen sie auch nicht rein. Aber gut, da ist ja auch jemand drin, der würde sonst nicht ohne Grund spielen. Hier ist nicht. Ne, hier ist alles clear. Ah, dann würde ich sagen, entweder auf die andere Seite oder Abmarsch nach oben. Und ich denke, ich gehe jetzt erstmal ab nach oben. Hier habe ich es nicht. Aha. Der Richtenschieber. Sonst ist ja das Fridge. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach, einen Elefanten zu übersehen, aber ich schaff's trotzdem. Als ob der jetzt schon wieder. Ja. Oh, oh, jetzt konnte ich das Event nicht genießen, weil der Spaten mich jagt. Hör doch auf mit dem Sparen. Ich wäre in den Schrank gegangen, auf einmal stehe ich draußen. Aber Mann, weil der mich jetzt jagt, konnte ich jetzt das Event nicht genießen. Ich muss ganz schnell raus und Sandy die Pin nehmen. Aber ich dachte gerade, als ich nach unten gelaufen bin, dass ich einen Elefanten gesehen habe. Beziehungsweise ich dachte sogar, ich hätte zwei Elefanten gesehen. Aha. Gut, wäre ich nicht weggelaufen, hätte ich den wahrscheinlich... ultimativ lange gesucht, und zwar ja, unbegrenzt lange. Immer. Denn hätte ich... Ich hätte bestimmt das nach 10 Minuten oder sowas unter die Treppe geschaut. Aber natürlich haben wir immer wieder einen Geist, der unkontrolliert jagen kann. Na, da ist jetzt meine Sanity sogar mal komplett egal. Er jagt einfach, wenn er Spaß hat. Wenn er Bock drauf hat. Na, 71%. Ich freue mich. So. Ach ja, Foto von Geist. Ja. Machen wir nach der nächsten Jagd. Oder in der nächsten Jagd. Jetzt hole ich erstmal noch den letzten Elefanten. Vielleicht kriegen wir auch ein Event. Also dieses Foto-Event im Geisterraum. Das wäre natürlich super. Aber, ja, das Event konnte ich jetzt nicht genießen und das ärgert mich. Denn auf dieses Event hätte ich mich auf jeden Fall gefunden. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ein Foto. Und danach laufen wir, wobei, ich stelle mich dahinter. Na, aber wenn ich jetzt mich hier hinstelle und dann weglaufe, könnte es eng werden. Warte mal, wer da von hier kommt, wird's auch eng. Jetzt bin ich verwirrt. Ne, da kommt der. Stelzen, Heini. Blink nochmal auf. Das hat nicht gezählt. Nochmal. Und welche? Das hat gezählt. So, und jetzt laufen wir nach oben und... Ich hole jetzt ganz schnell mein Kruzifix raus, ne? Nicht, dass er jetzt ein bisschen aufholt und da wird das eng. Revis können Entomologist auch auf 100% jagen. Jagen, wie sie lustig sind, sind die Dämonen aus Phasmo. Und das gefällt mir gar nicht. Ja, wenn du einfach... Es ist komplett egal, ob du Sanity Pin nimmst. Ja, du hast auch kein Kruzifix, das du reinlegen kannst. Nicht so wie in Phasmo. Nein, du hast einfach nur die Arschkarte gezogen. Hier sehe ich keinen Elefanten. Bin ich auch tatsächlich ganz froh. Ich hab doch schon das Foto.
Arschloch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er gerade keine Lust hat zu jagen. Ich weiß gar nicht, inwiefern das hier in diesem, also in dem Monologist möglich ist mit Chain Hunten. Aber ich glaube, das ist auch so eine Einstellungssache. Wer da Bock hat, kann er. Wer da nicht will, kann er nicht. Oder will er nicht. Also macht das zumindest nicht. So, was mein Problem gerade ist, anhand dieses Revies, ich habe hier nur eine begrenzte Zeit. Und zwar eine begrenzte Zeit dann später, sobald ich hier mein Blut hergenommen habe, diesen Scheinwerfer dahin zu richten und ne, zum Austreiben. Aufgrund der Tatsache, dass ich ein Revy habe, kann er natürlich unkontrolliert jagen. Wie es ihm passt, mal abgesehen davon, dass hier oben sein Geisterraum ist. Also alles nicht ganz so glänzend. Um das jetzt mal so human wie möglich auszudrücken. Ja. Ich platziere jetzt hier den Elefanten. Werde doch mal rausgehen, Sandy die Pin nehmen. Dann gehe ich auf Toilette, denn ich muss auf Toilette. Und ja, dann heißt es spielen mit ihm. Sandy die Pin sind drin. Wir haben jetzt noch gute 80%. Naja, 70%. 80, 70, okay. Jetzt heißt es mit dem Blut spielen. Und das kann übel werden. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, nicht viel Zeit. Blut aktivieren und gib ihm. Könnte auch natürlich auch sein, dass es sozusagen eine unbegrenzte Jagd ist. Aber let's go. Da ist er. Abmarsch nach oben. Jetzt wird sich gleich zeigen, ob eine Jagd startet. Beim letzten Mal ist kurz danach eine Jagd gestartet. Wenn das jetzt der Fall ist, bin ich gleich tot, denn rechts von mir ist der Geisterraum. Aber vielleicht habe ich Glück, weil ich muss mir wirklich nur ein bisschen, ja, bisschen Zeit haben. Ach so. So, 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 weiter, 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 weiter. Ah, reicht, reicht, reicht. Ne, noch nicht. Ne, warte mal. Weiter. Ja, jetzt. Hä, was? Das war doch richtig. Das war's doch. Vielleicht habe ich zu lange gebraucht. Oder ich habe es wirklich geschafft, aber weil ich halt solo bin, bin ich tot. Wenn das jetzt wirklich der Grund ist, bin ich das doof. Wenn das wirklich der Grund ist, aber ich habe es geschafft, will ich mal sagen. Nur, wie gesagt, die Person mit dem Blut stirbt halt dann. Also, ich habe noch genug Cash, ich werde noch eine Runde wagen, werde versuchen, ob ich soweit komme und dann schauen, ob das passt. Also, ob ich wirklich sterbe. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Den Geist haben wir richtig erkannt. Und ja, wir sehen uns dann einmal in den nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao.